Monaco ist das reichste Land der Welt. Aber es hat ein Problem. Es ist voll. Das gesamte Land erstreckt sich über eine Fläche, die kleiner ist als der Central Park. Luxuriöse Bauprojekte haben inzwischen das gesamte Land regelrecht überflutet. In diesem Video zeigen wir euch Monacos neueste Antwort auf dieses ewige Problem. Eine 1,8 Milliarden Euro teure Erweiterung der Landmasse in das Meer hinein. Dabei handelt es sich um ein neues Stadtviertel, das von weltbekannten Architekten unter Verwendung nachhaltiger Bautechniken errichtet wird und seinen Bewohnern maximalen Luxus bietet. Die Rede ist von Mare Terra. Bevor wir aber über das Projekt sprechen, ist es wichtig zu verstehen, warum Monaco überhaupt flächentechnisch expandieren muss. Dazu müssen wir für einen Moment in die Vergangenheit zurückreisen, genauer gesagt in das 18. Jahrhundert. Damals war das Fürstentum Monaco noch sehr viel größer als heute. Doch mit Frankreich im Norden, Italien im Osten und Spanien nicht weit entfernt, war Monaco jahrhundertelang unter der Herrschaft seiner mächtigeren Nachbarn. Das änderte sich jedoch 1861, als dieser Mann, Charles III., den ersten französisch-monegassischen Vertrag unterzeichnete. Darin verkaufte er im Grunde 90% der monegassischen Ländereien an Frankreich. Die Gegenleistung 4 Millionen Francs und volle Unabhängigkeit. Das ist eine starke Vereinfachung, aber der Punkt ist, dass Monaco nun die Freiheit hatte, seine Zukunft selbst zu bestimmen. Nur mit dem kleinen Problem, dass sie gerade den größten Teil ihres Staatsgebietes verloren hatten. Und so entstand das Monaco, das wir heute kennen. Mithilfe des Geldes konnte sich das Land als Luxusreiseziel neu erfinden. Glamouröse Resorts an der Küste und das Glücksspiel, das in Frankreich illegal war, lockte die Reichen Europas in den Zwergstaat. Im Laufe der Jahre baute Monaco seine Strategie weiter aus. Auf Casinos und Luxushotels folgten Yachthäfen und 1950 veranstaltete man zum ersten Mal den Formel 1 Grand Prix von Monaco, der bis heute jedes Jahr im Fürstentum ausgetragen wird. Und mit anderen exklusiven Veranstaltungen wie der Monaco Yacht Show und den Monte Carlo Masters im Kalender, ganz zu schweigen von erstklassigen Restaurants und Geschäften, wurde das Land zu dem Ziel für die reichsten Menschen der Welt. Um sie zum Bleiben zu bewegen, hat Monaco ein extrem großzügiges Steuersystem eingeführt. In Monaco ansässige Personen zahlen keine Steuer auf ihr persönliches Einkommen, Vermögen oder ihre Kapitalerträge. Die Körperschaftssteuer ist niedrig und die Grundsteuer wird nur für vermietete Immobilien erhoben. Natürlich gibt es auch einige Ausnahmen. Als französischer Staatsbürger zahlt man zum Beispiel weiterhin Einkommenssteuer. Und der Plan ist aufgegangen. Monaco ist heute das pro Kopf reichste Land der Welt. Es hat die höchste Konzentration von Millionären und einen internationalen Ruf als Spielplatz für die Reichen und Berühmten. Immobilienentwickler haben überall gebaut, wo sie konnten, um die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien zu befriedigen, aber die natürliche Geografie des Kleinstaates schränkt die Bebauung massiv ein. Ein Großteil der 2 Quadratkilometer ist Gebirge und schwer oder gar nicht bebaubar. Trotz dieser Herausforderungen leben heute über 36.000 Menschen in Monaco, womit es das am dichtesten besiedelte Land der Welt ist, und es sollen in den nächsten Jahrzehnten noch mehr werden. Um von den günstigen Steuergesetzen profitieren zu können, muss man nämlich einen Wohnsitz in dem Land haben. Und eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass man eine Immobilie besitzt oder zumindest mietet. Daher überrascht es niemanden, dass die Immobilienpreise derzeit zu den höchsten der Welt gehören. Jüngsten Schätzungen zufolge liegt der Durchschnittskaufpreis für einen Quadratmeter bei unfassbaren 50.000 Euro. Zum Vergleich, das ist 4-mal so viel wie in Paris. Um solche exorbitanten Preise zu erzielen, ist eine passende Verkaufsstrategie notwendig. Dabei kommt unser heutiger Sponsor Pipedrive ins Spiel. Pipedrive ist das erste CRM-System, das von Vertriebsprofis für Vertriebsprofis entwickelt wurde. Mit einer benutzerfreundlichen und intuitiven Oberfläche könnt ihr euren Verkaufsprozess visualisieren und Deals effizienter verwalten. Durch eine klar strukturierte Pipeline sorgt Pipedrive dafür, dass alle laufenden Deals und deren Fortschritte auf einen Blick erkennbar sind und keine Verkaufschancen verloren gehen. Darüber hinaus unterstützt es Teams dabei, ihre Aufgaben zu automatisieren und so Zeit für das Wesentliche, den Verkauf, zu gewinnen.
Pipedrive optimiert dabei die Umwandlung von Deals in Verkäufe. Zudem helfen automatisierte Erinnerungen und Nachverfolgungen, die Produktivität zu erhöhen. Dadurch erzielen Pipedrive-Kunden im ersten Jahr im Durchschnitt 28% mehr Deals. Und nicht nur das, ihr könnt das CRM-System direkt mit euren anderen Tools verbinden. Unser stetig wachsender Marketplace bietet mittlerweile über 350 Apps, die dir helfen, alle Geschäftsdaten nahtlos an einem Ort zu synchronisieren. Über 100.000 Unternehmen nutzen Pipedrive, um ihren Vertriebserfolg zu maximieren, und mit 4,5 von 5 Punkten wird es auf Trustpilot hervorragend bewertet. Wenn euch das Ganze interessiert, dann startet noch heute mit der 14-tägigen kostenlosen Testversion von Pipedrive. Dafür ist auch keine Kreditkarte erforderlich. Außerdem erhaltet ihr einen exklusiven Rabatt von 20% auf das Abo, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet. Vielen Dank an Pipedrive fürs Sponsoren des Videos und nun zurück zu monegassischen Immobilienpreisen. Warum wir euch von denen so genau erzählen? Naja, um weiterhin die reichsten Privatpersonen der Welt ins Fürstentum zu locken, muss das Land mehr Luxusimmobilien bauen. So funktioniert Monaco eben. Die Frage ist also, wie machen sie das? Nun, auf die einzige Weise, die sie können, indem sie ins Meer hinausbauen. Und das ist nichts Neues für Monaco. Tatsächlich machen sie das schon seit über einem Jahrhundert. In den Jahren nach dem Erlangen der Unabhängigkeit begann der Zwergstaat bereits Teile seiner Küste auszuschütten, um Bahngleise zu verlegen. Seitdem ist er immer weiter gewachsen und gewachsen. Tatsächlich hat das Land sein Territorium dank dieser Projekte bereits um ein Fünftel vergrößert. Das größte davon ist Fourvier aus den 1970er Jahren. Hier hat Monaco 22 Hektar Land vom Meer erobert, und zwar mit einem Bauverfahren, das dem in Mare Terra prinzipiell ähnelt. Die Verantwortlichen errichteten zunächst einen 1 Kilometer langen Deich im Meer, der sich um den gesamten Umfang des neuen Stadtteils herum erstreckte. Dann füllten sie den Deich mit 7 Millionen Tonnen Geröll und Kies auf, und nach 10 Jahren hatten sie schließlich das Fundament, auf dem sie mit der Errichtung von neuen Gebäuden beginnen konnten. Fourvier war ein herausforderndes Projekt, aber dennoch erfolgreich. Denn heute lebt dort etwa ein Zehntel der Bevölkerung. Das Vorhaben jetzt ist zwar kleiner, aber ehrgeiziger, womit wir schließlich bei Mare Terra wären. Die Antwort auf Monacos Platzmangel und das Verlangen nach hochwertigen Immobilien. Mare Terra ist eine 6 Hektar große Erweiterung, die Luxus mit einer nachhaltigen Bauweise verbindet. Und es ist die Kombination, die Mare Terra so ehrgeizig macht. Denn jeder Zentimeter wurde sorgfältig geplant. Und das beginnt schon bei den Fundamenten unter Wasser. Diese sind so konzipiert, dass sie die Artenvielfalt fördern und erhalten sollen. Diese Art des Bauens ist für Monaco völlig neu, und bevor auch nur ein einziger Stein gesetzt wurde, wurden 520 Quadratmeter Seegras sorgfältig an einen neuen Standort in der Nähe verpflanzt, um seine Rolle im lokalen Ökosystem zu bewahren. Darüber hinaus fanden 12 separate Säuberungsaktionen statt, um geschützte Arten weiterhin zu schützen, und 2 künstliche Riffe wurden vor der Küste errichtet, um den verdrängten Meeresbewohnern ein neues Zuhause zu bieten. Als der Meeresboden frei war, nahm Mare Terra 50 Meter unter Wasser langsam Gestalt an. Es begann mit einer Mauer aus 1,5 Millionen Tonnen Kies. Jeder einzelne Stein, zwischen 2 und 18 cm groß, wurde von diesem Schiff, der Simon Stevin, punktgenau auf dem Meeresboden platziert. Fast wie ein 3D-Drucker. So entstand ein perfektes, ebenes Fundament, das dem natürlichen Fluss der Strömungen unter Wasser folgt und das Meeresleben langfristig so wenig wie möglich beeinträchtigt. Nach dem Bau der Mauer wurden 18 dieser speziell entworfenen Betonsenkkästen mit einem Gewicht von jeweils 10.000 Tonnen perfekt auf den Felsen platziert. Das Zusammensetzen erfolgte von beiden Seiten gleichzeitig und war so präzise, dass auch der letzte Kasten zentimetergenau in die Lücke passte. Sie werden mit Sand beschwert, um sie an Ort und Stelle zu halten, aber jeder Kasten enthält auch einen gewissen Hohlraum, der neuen Lebensraum für Meeresbewohner bietet. Die strukturierte Oberfläche der Senkkastenwände fördert das Algenwachstum und bietet Fischen und Muscheln Zuflucht. So soll sich die Natur so leicht wie möglich an die neue Küstenlinie anpassen können. Oder wie Projektleiter Guy Thomas Lévy-Sauzin es erklärt, wir haben die besten Experten hinzugezogen, um Häuser für Menschen zu entwerfen. Aber gleichzeitig haben wir auch Experten hinzugezogen, um Riffe und Häuser für die umliegenden Meeresbewohner zu entwickeln. Dies ist einer der Gründe, warum sich Mare Terra von den vorherigen Landeserweiterungen abhebt.
Monacos neuester Stadtteil präsentiert sich als Ökodorf für Wohlhabende, ein Stadtteil, der mit der ihn umgebenden Natur in Verbindung steht. Der Name Mare Terra selbst ist schließlich auch eine Kombination aus den italienischen Worten für Meer, Mare und Land, Terra. Mit den Senkkästen an Ort und Stelle begann man, das Wasser abzuleiten und durch Bruchstein als Füllmaterial und Untergrund zu ersetzen. Danach wurden die ersten Gebäude errichtet und zum Zeitpunkt dieses Videos, nur 9 Jahre nach Beginn der Unterwasserarbeiten, ist Mare Terra nur noch wenige Monate von der Fertigstellung entfernt. Tatsächlich ist das gesamte Projekt dem Zeitplan sogar um 8 Monate voraus. Ich glaube, sowas haben wir bisher noch nie auf diesem Kanal gesagt. Wir müssen zugeben, dass das ziemlich beeindruckend ist. Auch wenn die Bauarbeiten sehr schnell vorangingen, wurde die Liebe zum Detail beibehalten. Mare Terra wird das grünste Viertel Monacos werden. Fast die Hälfte davon wird eine Grünfläche sein, mit 800 Bäumen und einer großen Vielfalt an einheimischen Pflanzen. Die Wohngebiete werden in Parks, Promenaden und Plätze übergehen, während die meisten Parkplätze unterirdisch angelegt werden, sodass Mare Terra weitgehend fußgängerfreundlich sein wird. Teile des neuen Viertels wurden sogar topografisch so gestaltet, dass eine Art Tal entsteht, in dem die Menschen der Stadt entfliehen und sich in der Natur aufhalten können, soweit das in Monaco eben möglich ist. Diese öffentlichen Grünflächen werden für die Besucher das bestimmende Element von Mare Terra sein. Dazwischen sind jedoch die Gebäude versteckt, die das gesamte Projekt erst realisierbar machen. Es handelt sich um einige der luxuriösesten Residenzen, die Monaco je gesehen hat, entworfen von den besten Architekten aus aller Welt. Nach der Fertigstellung wird es mehr als 100 Wohnungen, 4 Stadthäuser sowie 10 Villen geben. Letztere wurden alle einzeln von den Käufern und den von ihnen beauftragten Architekten auf individuelle Weise entworfen. Das architektonische Aushängeschild ist aber das Lorenzo, das nach seinem Erbauer, dem italienischen Architekten Renzo Piano benannte Wohngebäude, soll die Vergangenheit und Gegenwart Monacos miteinander verbinden. Nachhaltige Architektur erzählt immer eine spannende Geschichte, sagte Piano 2022 gegenüber Architectural Digest. Ein Haus zum Beispiel ist nicht nur ein Dach über dem Kopf, vielmehr ist es ein Dialog zwischen den Menschen, die jetzt dort leben, und den Momenten, die das Land vor ihrer Ankunft geprägt haben. Damit meint er die Vergangenheit vom Fürstentum als verschlafenes Fischerdorf. Lorenzo soll wie ein riesiges Segelboot aussehen, das auf Stelzen steht, sodass man den Eindruck bekommt, es würde schwimmen. Und um den Blick auf das Meer nicht zu versperren. Im Inneren erstrecken sich die Wohnungen über das gesamte Gebäude, sodass die Bewohner auf der einen Seite den Blick auf das Meer und auf der anderen Seite auf die Stadt haben. Die kleinsten Wohnungen sind 370 Quadratmeter groß. Dementsprechend gibt es auch nur 2 pro Stockwerk, aber das hat einige Leute nicht davon abgehalten, benachbarte Einheiten zu kaufen, um sie zu noch größeren Wohnungen zu kombinieren. Die Fotos mögen verrückt aussehen, aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Lorenzo hält sich auch an die ökologischen Ziele von Mare Terra. Im Einklang mit dem Ökodesign wird das gesamte Gebäude mit Meerwasser beheizt und gekühlt. Für die Temperaturregelung und die Beheizung des Pools kommt ein hochmodernes System zum Einsatz, das sogenannte Thalasso Thermal Loop. Dieses wandelt die thermische Energie des Meeres in Wärme oder Kälte um. Es ist ziemlich kompliziert, aber im Grunde wird Meerwasser in das Gebäude gepumpt und durch Wärmepumpen geleitet, die die thermische Energie in Hitze bzw. Kälte umwandeln. Anschließend wird es ohne irgendwelche Auswirkungen auf das Meeresleben oder die Wasserqualität wieder in den Ozean zurückgeführt. Das Verrückte daran ist, dass dieses System nicht nur auf Lorenzo beschränkt ist. Es ist Teil einer größeren Anlage, die alle Gebäude in Mare Terra heizen und kühlen wird und sich sogar auf den benachbarten Stadtteil Larvotto erstreckt. Die Planer gehen sogar so weit zu behaupten, dass allein dieses System die Treibhausgasemissionen Monacos um 7% reduzieren wird. Hört sich gut an, aber im Moment ist das doch nur eine Vorhersage. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches System in Monaco zum Einsatz kommt, aber Mare Terra wurde speziell mit diesem im Sinn entwickelt und ist somit viel effizienter, als wenn man andere ältere Gebäude nachrüsten würde. Was wird Mare Terra also kosten? Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sind alle Objekte schon längst verkauft. Über die genauen Kosten wurde Stillschweigen bewahrt, aber die Wiederverkaufspreise liegen bereits bei 100.000 Euro pro Quadratmeter. Damit wäre Mare Terra Heimat der teuersten Immobilien der Welt. Die kleinsten Wohnungen in Lorenzo kosten 33 Millionen.
und die Villen mit 3000 Quadratmetern sogar 300 Millionen. Die Preise sind verrückt, aber das ist genau das, was Mariterra anstrebt. Ein wahnsinniges Maß an Luxus. Und wenn man bedenkt, dass jede Immobilie verkauft wurde, bevor sie überhaupt fertiggestellt war, scheint es zu funktionieren. Fakt ist, dass der Wert von Wohnimmobilien in Monaco in den letzten 10 Jahren um 60% gestiegen ist. Die Investoren sehen darin eine Chance, aber auch ein Statussymbol. Genauso die Immobilienentwickler. Was uns zu unserem letzten Punkt bringt. Wer steht hinter Mariterra? Doch davor möchten wir euch für euren starken Support hier auf Megabauten danken. Wenn euch diese Videos gefallen, abonniert jetzt gerne den Kanal. Vielen Dank! Mariterra ist eine Antwort auf Monacos Bedarf nach mehr Landmasse. Gleichzeitig aber auch auf die Geschäftsinteressen derjenigen, die hinter dem Projekt stehen. Das gesamte 1,8 Milliarden Budget stammt von 9 außergewöhnlich wohlhabenden Familien. 3 aus Monaco und 6 aus anderen europäischen Ländern. Jeder neue Bewohner von Mariterra wurde von den Projektleitern persönlich genehmigt, was nicht nur zeigt, wie exklusiv das neue Viertel ist, sondern auch, wie viel Einfluss die Bauherren auf sein endgültiges Aussehen haben. Mariterra ist eine Notwendigkeit, aber das liegt daran, dass es hauptsächlich eine Möglichkeit für alle involvierten Parteien ist, Geld zu verdienen. Und obwohl das Projekt seine Umweltfreundlichkeit weit in den Vordergrund rückt, könnte man auch sagen, dass die ökologisch verantwortungsvollste Entscheidung darin bestanden hätte, das Viertel gar nicht erst zu bauen. Wir bewerten das weder in die eine noch in die andere Richtung, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Eines ist jedoch sicher: Mariterra zementiert Monacos Position als luxuriösester Wohnort der Welt. Es bietet dringend benötigte Grundstücke und Immobilien sowie Investitionsmöglichkeiten für die ultrareiche Klientel des Landes. Aber was haltet ihr davon? Sind die Wohnungen den hohen Preis wert? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.